Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Mein Name ist Bauer und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, super, es fängt an zu regnen. Ich musste gerade eben erstmal den Scheibenwischer anschalten. Ja, und jetzt machen wir einfach weiter mit unserem anderen, mit unserem nächsten Auftrag, der irgendwo Richtung, weiß nicht wo, hingehen soll. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja so ein bisschen Facebook versus Twitter oder Twitter versus Facebook so ein bisschen. Fand ich richtig interessant auch so, weil ich ja so ein bisschen darüber erzählt habe. Falls ihr das verpasst habt, müsst ihr reinschauen. Ich möchte das jetzt halt nicht alles wiederholen, weil das haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Ja, und ich hoffe mal, es ist relativ gut angekommen, weil im Moment kann ich das ja noch nicht so ganz sagen, weil ich ja noch im Vorproduzieren bin. Aber ich hoffe doch mal sehr. Gerade weil, das muss ich noch ganz kurz sagen, gerade weil ja auch ETS so ein, in Anführungszeichen, einseitiges Spiel ist, ne, weil ja wirklich, man fährt nur von A nach B und dann wieder eine neue Strecke A nach B, dann wieder nächsten Auftrag A nach B, finde ich, ist es, wäre es ziemlich cool mit irgendwelchen Themen so in der Art, weil das dann wieder ein bisschen die Spannung aufbringt. Ne, man guckt halt im Hintergrund hat man quasi so ein Gameplay und da muss ich mich beispielsweise auch nicht so sehr darauf konzentrieren, weil man wirklich nur die Straße entlang fährt, ab und zu mal beim Bremsen, wenn man einen Unfall baut, natürlich. Aber ansonsten kann man super, super über ein Thema sprechen und ist nicht abgelenkt gleichzeitig durch irgendwas, was im Spiel halt passiert. Und deswegen wären Themenrunden wirklich eine coole Sache. Und da wäre ich wirklich, fände ich richtig cool, wenn man da so eine kleine Gruppe hat mit Leuten, die wirklich sagen, hey, da habe ich Bock zu, hey, schreib dir mal was, wo er rüber erzählen kann und so. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So, aber das war jetzt auch genug von dem Thema. Und wir fahren jetzt, wow, erstmal vernünftig, hoffe ich jetzt mal, so, Richtung Ziel. In 5 Stunden und 11 Minuten sind wir da. Und ich fahre jetzt hier aber, glaube ich, mal an den Parkplatz raus, weil nämlich ich schlafen muss. Ne, ich muss schlafen und tanken muss ich eventuell auch nochmal an 200 Meter, okay. Das passt da gerade gut, weil ansonsten stehe ich nachher irgendwo und kann nirgendwo mehr hin. Das wäre natürlich ziemlich tragisch. So. Stopp, 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 stopp. Einfach mal perfekt, Leute, perfekt. So, erstmal tanken für 1,45. Alter, finde ich das teuer. Das ist ja hier in Norwegen auch so teuer, eigentlich. Genauso wie in Deutschland eigentlich. Und wahrscheinlich auch genauso wie überall anders, eigentlich. So, ja, und es fängt wieder an zu regnen, natürlich, der ganze, oh, zu regen, ja, das war ein bisschen dumm von mir, da gebe ich zu, aber unser schöner WM-Truck, oh, wir sind schon wieder aufgewacht, ja, Gang rein, ich möchte gerne Rundumleuchten aus und ich möchte gerne Licht an. Ah, ist schon alles an hier. Aber warte mal. Und hier, die sind nämlich gar nicht an. Siehst du? Das habe ich gleich gesehen. So, egal. Jetzt können wir auf jeden Fall grün, alles gut. Hier Blinker setzen, damit hier. Oh. Damit hier keiner irgendwie meckert, ne? Hier Blinker. Damit wir auch vernünftig fahren. Und dann geht das schon wieder ab Richtung. Schieß mich tot, ich weiß gerade gar nicht, wo wir Richtung unterwegs sind, aber ich kann ja mal nachgucken. Wo muss ich hier raus? Ja, sehr gut. Richtung Brüssel, Richtung FCP. Wo auch immer das ist. Warte mal, ich muss mich mal hier kurz konzentrieren. Da ist frei, hier kommt auch, glaube ich, keiner. Passt. Ast rein. So, ich muss mal kurz gucken. Oh. Oh, okay. Schade, warte mal eben. Ich guck mal, ob ich kurz nebenbei. Ach,
Hallo. Okay. So, ich muss mal kurz. Ich habe kurz wieder die Musik angemacht. Und das Komische ist, beim Euro Truck Simulator ist es so, dass ich habe ja so ein Programm, wo ich nochmal mit Tastenkombination auf der Tastatur die Musik wieder einschalten kann. Nur irgendwie ist das bei ETS so, dass es gar nicht funktioniert. Da muss ich immer ganz kurz aus dem Spiel raus. Und dann muss ich das halt anmachen und dann kann ich wieder zurück in das Spiel rein. Da will uns gerade jemand überholen. Dann mal los. Achso, hups, nee, Leerlauf will ich nicht. So, Alter, richtig cool wie mit den Felsen. Wie in Norwegen. Da fährt man wirklich auch so. Auf der linken Seite hat man gleich den Fjord oder den See. Na, und an der rechten Seite hast du wirklich die Klippen und die Felsspalten. Das ist mega krass. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Zeit habe unterwegs. Ein bisschen Fotos oder Videos oder was auch immer zu machen. Damit ihr halt mal so einen kleinen Einblick davon kriegt, weil ich ja wirklich auch viel davon erzählt habe, letztendlich auch. Und ja, und halt auch einiges drüber erzählt habe. Habe ich schon gesagt, aber ich habe ganz viel drüber erzählt, ne? Falls ich das nicht gesagt habe. Oh Mann, so. Ab und zu ist es echt so mega lustig, wie man, wenn man sich selber bei dem Reden hier so zuhört und dann mal kurz so realisiert, ey, was hast du denn eigentlich gerade gesagt so? Und dann denkst du so, was geht denn jetzt ab so? Aber läuft, läuft schon. Solange es bei euch gut ankommt und solange ich meinen Spaß hab und ihr natürlich auch, ja, dann ist das natürlich alles cool. So, und genau so, wo ich das gerade sage, ne? Ich bin ja immer noch, das muss ich ganz kurz ansprechen, bin ja immer noch am Vorproduzieren für meinen Umzug. Extra für euch, meine lieben Freunde, damit ihr Folgen bekommt. Das mache ich alles nur für euch. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich bin jetzt fast die ganze letzte Woche, also die ganze Woche, wo ich, in der ich jetzt hier bin, bin ich am Aufnehmen gewesen für alles Mögliche. Feuerwehr ist ja im Moment ein bisschen pausiert wegen Spielstand und so. Habt ihr ja hoffentlich mitbekommen. Aber Tackle, Skyblock und ETS laufen trotzdem weiterhin. So hoffe ich. Ich hoffe, dass das alles klappt. Aber das ist wirklich ein wahnsinniger Zeitaufwand jetzt für mich gewesen. Aber trotzdem mache ich das natürlich mit viel Spaß. Und ich hoffe und ich denke auch, dass man nicht wirklich sieht, dass ich kaputt bin oder so in den Folgen, weil ich wirklich mit viel Spaß und Elan dabei bin und das vernünftig mache, weil ich hasse es wirklich, wenn ich ein Video mache, kann ich ja mal ganz kurz erzählen so, wenn ich ein Video mache und mir gefällt es nicht, wenn ich das schneide oder wenn ich eine Szene aufgenommen habe, sage ich mal jetzt im Bau-LP kommentiert oder so, ja, dann da bin ich super pingelig mit mir selber und wenn ich dann sehe, bah nee, diese Szene, die passt nicht so gut oder das finde ich kommt nicht so toll rüber oder ja gut rüber, nein, nicht, also das passt irgendwie nicht und das ist uncool und so, dann mache ich diese Szene einfach nochmal, ja, weil ich wirklich kein Video hochlade, was mir selber nicht gefällt, weil das wirklich so ist, mir soll es da gefallen, weil ich liege ab und an wirklich abends im Bett und gucke mir ab und an mal so ein paar Videos nochmal von mir selber an, um zu sehen, wie ist das, weil ich ja nicht immer nach dem Schnitt und nach dem Rendern reingucke, ja, beim Schnitt schon, aber nach dem Schnitt nicht, und dann wirklich überlege und gucke, was ist gut in dem Video und was ist vielleicht nicht so gut, was kann ich vielleicht noch verbessern? Und das ist wirklich so die Sache, weil dann sehe ich so, weil ich wirklich kein Video mit hochladen will, was mir selber überhaupt nicht gefällt. Das finde ich richtig, richtig dumm, weil das soll natürlich mir auch gefallen, selbst wenn ich natürlich die Person, die dahinter ist, natürlich kenne, ja, weil das bin ja ich selber, oh, so, aber ne, man soll, ach oh, Scheiße, hier kann ich nicht überholen. Halten wir uns mal an die Regeln, ne? Aber wenn ich jetzt als Fremder wäre und mich in die Lage vom Fremden setze, der jetzt irgendwelche Videos guckt und entweder durch Zufall darauf gestoßen ist oder mich verfolgt, ja, dann soll das natürlich Spaß bringen. Und das ist natürlich nicht, wenn ich hier so sitze, ah ja, Freunde, wir fahren jetzt wieder Richtung, keine Ahnung, ich habe absolut keinen Plan, was ich hier eigentlich mache. Und ich habe auch eigentlich gar keinen Bock aufzunehmen, so wirklich, weil ich ziehe demnächst um und naja, das ist alles, ach, mir ist alles viel zu viel und YouTube, das nimmt so viel Zeit weg und ich weiß gar nicht, vorproduzieren. Ich glaube, das mache ich gar nicht, weil ich habe nicht so die Lust dazu, ne? Weil ich den ganzen Tag Kartons packe und so. Und boah, keine Ahnung, ey. Ich habe echt
die Luft ist raus, so. Nee, kein Bock. Ich bin so kaputt nach dem Einpacken und so. Und ja, danach habe ich auch keine Lust mehr, irgendwas aufzunehmen. Na, so bin ich natürlich nicht, weil das war jetzt kleine Demonstration, aber so bin ich halt nicht, weil ich habe wirklich Bock dazu. Ich nehme natürlich auch immer nur dann an den Zeiten auf, wo ich natürlich Lust dazu habe. Sage ich, ey geil, jetzt habe ich mal Bock auf, keine Ahnung, 7 Folgen ETS, so. Und fahre ein bisschen durch die Lande, quatsche irgendwelchen Quatsch, so. Aber das ist wirklich so, dass ich, das natürlich viel Zeit kostet, gerade weil ich ja zu viel im Voraus produzieren muss und das mega stressig ist. Aber das mache ich natürlich auch für euch, damit ihr das alles sehen könnt. Das ist ziemlich cool eigentlich auch. Und mir bringt es natürlich auch Spaß, hier kurz ein bisschen länger spielen zu können als normal, wenn wir nur, keine Ahnung, bei Tekkit beispielsweise nur 4 Folgen aufnehmen, anstatt jeden Tag 4 oder so. Und normal nehmen wir ja nur am Wochenende auf, an 1 bis 2 Tagen, wo wir dann für die Woche vorproduzieren und so. Aber es ist schon cool. Ich will ja nicht, das soll ja nicht schlecht rüberkommen, sondern es soll ja gut rüberkommen. Und mir bringt das natürlich auch Spaß, ansonsten würde ich es nicht machen. So, ich hoffe nur, dass das auch alles aufgeht mit den Videos, dass die auch pünktlich kommen. Und dass, wenn ich in Deutschland bin und eine Wohnung habe, ich ziehe ja in meine hoffentlich erste eigene Wohnung, nebenbei mal so. Also, wenn alles gut geht. Oh, die setzen auch schon alle an zu mir holen. Dann werde ich hoffentlich besseres Internet. Internets haben. Aber wenn der überholt, dann überhole ich gleich mal mit hier. Oh, ach, ich dachte gerade, da kommt einer. Ah, das ist gar nicht so. Gut, liebe Freunde der Sonne. Ich bin, oder wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein, um 14 Uhr geht's weiter. Wahrscheinlich ja jetzt jeden zweiten Tag, weil ich ja unterwegs bin, ne? Wisst ihr ja bereits schon. Und ansonsten habe ich bestimmt nochmal ein extra Video gemacht. Ich weiß nicht, warum ich in jeder Ende, am jedem Ende der Folge irgendeinen Scheiß baue. Naja, ignorieren wir einfach und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Seht ihr, guck mal, ich fahre doch ganz normal hier. Guckt euch das nochmal an hier. Ganz normal, ganz chillig, geradeaus die Straße und so. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Euer Bauer. Bis dann. Tschüss. Ja, meine lieben Freunde, ich habe irgendwie, glaube ich, aua, hab mir gerade gestoßen, ey, was ist das denn für eine doofe Aktion hier? Ich bin immer mit meinen Händen so am Wirbeln und so, wenn ich erzähle, aber ihr seht das ja gar nicht, weil ich keine Facecam in diesem Projekt habe. Aber, ich habe irgendwie Quasselwasser getrunken, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe euch wahrscheinlich wieder komplett zugetextet mit irgendwelchen Sachen. Aber ich finde das super cool, wenn ich ETS spiele, kann man ruhig einiges erzählen, weil man nicht so viel konzentrieren muss auf das Spiel, was ziemlich cool ist. Aber wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, drückt den Daumen da oben, ja, dass ich das sehe. Und wenn ihr Bock habt, teilt das Video ganz gerne, damit wir noch Leute das sehen, dass wir einen WM-Truck und so haben. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut ihr rein, euer Bauer, ciao!